Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Quantum Break mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich will nur mal schauen, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Nee. Hat sie vielleicht was, was ich... Kann ich da mal raufgucken, was sie sich anschaut? Nein. Gut, wir müssen entkommen. Wir müssen die Frau Emeril finden. Oh. Hört die Anomalie auf? Wahnsinnsgeräusche. Ah, was war das denn jetzt? Ah. Naja, dann sterben wir gleich mal zu Beginn. Was soll's? Denk daran, dass du deine Kräfte im Upgrade-Menü verbessern kannst. Ja, hab ich doch, dachte ich. Wie man sieht, nicht. Die Ladesequenzen oder die Ladedinger sind hier ganz schön lang. Wo bin ich jetzt? Oh Mann, komm schon, du bist bei der Arbeit. Das haben wir uns in der letzten Folge alles schon angeguckt. Zählt das noch? Nein, das zählt nicht mehr. Okay. Kann ich hier jetzt auch gleich hier lang gehen? Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Ich musste nur durch die Garage. Schien ein leichtes zu sein. Siehste, habe ich's doch gewusst. Wurde Hedge wirklich angeschossen? Es wurde auf ihn geschossen. Direkt auf dem Podium. Was für eine Scheiße. Oh, Scheiße! Falle. Jack Joyce hat sich befreit und ist jetzt in der Garage des F&E-Labors. Jack Joyce ist ausgebrochen. Oh, warum geht's denn hier nicht weiter? Oh Mann, diese Scheißwaffe. Idiot! In Ordnung. Das wird. Dieser Alarm wird es nicht einfacher für mich machen. Es muss ein Weg haben hier die Munition rausgehen. Hier? Gut. Idioten. Was für ein Krach das ist! Verdammt! Den Alarm muss alles abgeriegelt worden sein. Vielleicht kann ich ihn abschalten. Oh! Oh, Scheiße! Okay. Hallo. Warum hänge ich hier am Spiegel? Falsche Waffe. Was ist das? Ah, nur eine Pistole. Warum haben wir eigentlich keine Granaten? Warum kann ich hier nicht hochklettern? Gut, 3. Wo ist er?
Da, er kommt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich auf die andere Taste drücken. Oh, das hat ihn erledigt. Das waren alle. Na, also schon besser. Wie? Schrotflinte? Okay. Huch! Beth, ich habe das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich habe sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Ja, gib mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Es heißt, dass die Schüsse auf Hatch eine interne Angelegenheit sind. Das könnte eine Möglichkeit für uns sein, aber Serene sucht nach dir. Denk daran. Ich versuche ihn aufzuhalten, wechsle aber zur Monarch-Frequenz, um sicherzustellen, dass du nicht in seine Nähe kommst. Okay, ich sehe dich auf der Party. Oh, Scheiße! Ich wollte das mit der Maustaste ausprobieren, das hat aber nicht funktioniert. Oh, die ist gut. Den kreist mal. Das war der letzte. Ah, es hat ihn erledigt. Gut. Was ist das? Leichtes Maschinengewehr. Das hat der Typ hier gehabt. Der hier. Aber wisst ihr was? Ich brauche da gar nicht groß rumrennen. Hier oben ist ja Munition. Hannover Sturmgewehr. Ist hier noch was anderes? Was ist das? Was ist das? Adventures in Flesh by L. Hakola. Was zum Henker? Spielt da jemand ein Hörspiel auf dem Funkkanal ab? Wer auch immer das ist, aufhören! Sofort! Ich denke, ich lasse das genau da, wo es ist. Jemand soll herausfinden, wo das herkommt. Das sollte ein sicherer Kanal sein. Was ist das hier? Ah, hier geht's weiter. Nochmal gucken, nochmal einen Blick schweifen lassen. Hier vor uns ist so ein Dingsteil. Aber hier drinnen nicht. Und es. Ich brauche Joyce's genaue Position. Sofort. Monarch Actual ist unterwegs, um ihn aufzuhalten. Hier ist Homeguard 5. Ich habe gerade gesehen, wie er das Tunnelsystem außerhalb des Partybereichs betreten hat. Beth? Ich bin unterwegs. Er hat mein ganzes Team ausgeschaltet. Wir brauchen... Schon wieder? Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen.
Okay. Einer ist hier noch ganz in der Nähe. Ah, das weiß ich gar nicht so genau. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Kronondämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Das ist da unten. Scheiße! Mist! Ah, Kacke. Das war ich aber selber. Schon wieder. Das ist aber jetzt nochmal da, ne? Das ist ja ungewöhnlich. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben aber trotzdem nur zwei. Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Kronondämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Aber hier komme ich ja nicht hoch, ne? Das ist ja ein Ding. Aber hier kommt man nicht rein, ne? Das ist da oben irgendwo. Oh, das war knapp. Meine Kräfte werden in dem Bereich nicht funktionieren. Ich sollte besser vorsichtig sein. Da ist das Ding in der Mitte. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Oh, was war denn das? Hat da noch ein anderer auf mich geschossen? Ich habe das jetzt gar nicht geschnallt. Ich habe mich so auf den Typen da konzentriert. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hatte das deaktiviert. Da hätte man ansetzen müssen. Und nicht hier. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. So, jetzt bist du dran, du Pisser, wo bist du? Wie können die hier drinnen? Ey, das gibt's doch nicht. Die können und ich nicht?
Hä, hey, was ist das denn hier? Die bringt hier nichts. Weg hier. Braucht Deckung. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Oh, weg, 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 weg! Nicht da vors Auto! Ach, Mann! Man kann das denn aber auch nicht so richtig gut steuern. Naja. Und guckt euch das mal an. Nicht normal. Nun mach! Bin jetzt ungeduldig. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Oh. Wir erreichen ihn nicht. Nun schieß! Oh, ich kann gar nichts machen hier. Alles weg. Irgendwelche Bomben hier oder so? Geh dahinter! Ich treff nichts mehr hier, du. Wieder vor dem Blumenpott. Mann! Oh, nicht dahin! Hä? Hallo! Spiel! Nachgeladen ist. Hä? Das geht doch gar nicht. Ich hab doch jetzt nicht die... Da ist doch... Warum wird er auf der Karte nicht angezeigt? Da ist er. Lauf doch mal, Mensch! Also, es geht... Warum geht denn das schon wieder nicht? Mann, ey! Da ist er. Kann ich jetzt gar kein Schild machen? Danke für die Warnung. Na, endlich habe ich den da oben weg. Der wurde mir auch wieder nicht angezeigt. Die hat nur noch 10 Schuss. Wo ist er? Da hinten. Die ist alle, ne? So, jetzt habe ich dich, du Dücke. Ja, genau, Gott sei Dank.
Sie waren also auf dem Weg zur Party. Was war Ihr Plan? Ich musste Dr. Emerald vor dem Ende der Anomalie finden und durfte nicht bemerkt werden. Hab ich's nur oder hab ich's nicht? Was habe ich jetzt hier für eine Waffe? Ach, Mann. Jetzt aber, ne? Es muss ein Weg geben, an diesem Tor vorbeizukommen. Ich muss erstmal Munition. Schrotflinte, okay. Taktische Maschinenpistole. Hier war doch noch so ein Ding. Lästige Speicherpunkte. Aber die Machart erinnert mich schon sehr an Alan Wake. Bereits voll, okay. Ach, das Auto da. Hier haben wir so einen Punkt. Kletter doch darauf! Das bringt ja jetzt maximal was. Guck mal. Hier kann ich nichts machen, ne? Was soll der Quatsch? Warum kann ich da nicht raufklettern? Verstehe ich nicht. Ah, wartet mal, ich kann ja mal. Kann ich denn. So ein Quatsch. Ja, der scheint weiter weg zu sein. Der Chronopartikel. Auf zum Fest. Beth muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Ja, das wäre besser. So. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hedge auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war. Wir wissen beide, dass sie es nicht war. Hedge wollte Monarch durcheinander bringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Ja, da ist was dran. Oh, wisst ihr was noch, wo was dran ist? An der Folge hier, die letzte war schon 30 Minuten lang. Das wird dieser hier nicht widerfahren. Ich mache jetzt einen Stopp und wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.